Heute habe ich neue Infos aus dem Databook Viral Cut für euch und es geht rund um Bonnie, Urush und Apu, also seid gespannt. Es ist im Databook dieses Bild erschienen. Laut eines Users aus dem Oro Jackson Forum, einer Quelle, der ich traue, wenn es rund um Übersetzungen geht, heißt es dort in einer Phrase: Lass Vegapunk den Vater fixen. Unabhängig davon hat eine französische Facebook-Seite, die sich rund um One Piece dreht, ebenfalls übersetzt: Lass Vegapunk den Vater sanieren. Da zwei unabhängige Quellen dasselbe übersetzen, können wir das Ganze als bare Münze nehmen, denn es ist doch eher unwahrscheinlich, dass sich zwei unabhängige Quellen voneinander so täuschen und trotzdem die gleiche Übersetzung nehmen. Doch was will uns Oda damit sagen, sollte die Übersetzung tatsächlich stimmen? Hier gibt es für mich zwei Möglichkeiten. Die eher unwahrscheinlichere wäre, dass Vegapunk den Körper Whitebeards an sich gerissen hat, diesen repariert und in einen Cyborg verwandelt. Denn immerhin wurde Whitebeard immer Vater genannt und Bonnie heulte, als er starb. Die andere, wahrscheinlichere These ist, dass Vegapunk dabei ist, Bartholomeus Bär, den Cyborg, wieder zu reparieren, da dieser von dem Tenryu Bito ziemlich geschunden wurde. Das würde uns zwei interessante Sachen aufzeigen. Erstens, dass Vegapunk sich im Moment eben auf Pangaea Castle aufhält. Zum anderen aber, dass Bartholomeus Bär ein Vater ist. Doch wer ist sein Kind? Naja, da sich diese Phrase auf Drury Bonnies Vivre Card aufhält, liegt die Vermutung nahe, dass sie die Tochter von Kuma ist. Geil, genau das hatte ich mal in einer meiner Theorien gesagt. Auch in Urush Charakterkarte steht ein interessanter Satz. Dazu ein Bild, wo er als kleiner Junge zu sehen ist und einen seltsamen Stein in den Händen hält, welchen es normalerweise wohl nicht auf den Himmelsinseln gibt. Der Satz dazu lautet: Ist dieses Stück wichtig, um Urush Mysterium aufzudecken? Was zur Hölle ist dieser Stein? Ist es einfach nur Erde? Oder doch etwas anderes? Seestein, welches vom Himmel kommt? Wir wissen es nicht. Ein weiterer Fakt, der dabei steht, ist, er ist aus einem bestimmten Grund zum Blauen Meer gegangen. Naja, das konnten wir uns im Grunde schon erahnen und dieser Grund wird wohl irgendwie was mit Enel zu tun haben, denn immerhin hat er seine Heimatstadt zerstört, beziehungsweise seine Heimatinsel eher. Des Weiteren steht in der Viral Card noch, er hat als Kind dieselbe Frisur wie männliche, erwachsene Skypianer. Wieso hat er als Kind eine Frisur wie ein Skypianer? Und das Ganze hört sich irgendwie so an, als hätten Leute aus einer anderen Himmelsinsel andere Frisuren. Wusste ich noch gar nicht, ist mir noch gar nicht so wirklich aufgefallen. Aber ja, es macht schon Sinn, denn die Skypianer haben eben diese zwei Antennen auf dem Kopf. Und er hatte sie auch, obwohl er eigentlich aus Birka kommt. Komisch. Auch zu Scratchman Apu gibt es neue Infos. Und zwar, Scratchman ist tatsächlich sein Familienname und nicht einfach nur irgendein Titel. Tja, das waren alle neuen Infos, die ich zusammensammeln konnte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wisst ihr ja, Daumen nach oben und Abo dalassen. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Und haut rein. Ciao.